Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Investment Traders. Heute beschäftigen wir uns mit wirklich interessanten Aktienchancen. Es geht einmal um Warta, Deutsche Börse und Bayer. Bleibt dran, viel Spaß. Investment Traders. Ja, einmal zunächst ganz klar um Warta. Am Wochenende wirklich fulminante News. Das ist das erste und letzte Mal, dass ich hier tatsächlich die WKN vorlese mit eben Warta A0T. GJ5. Was ist los? Klar, am Wochenende kam die Meldung, dass jetzt endlich Schluss aus vorbei ist bei Warta. Solltest du Warta-Aktien besitzen? Lass uns kurz auf den Chart schauen. Ob das hilft, ist fraglich, bevor wir gleich die fundamentale Seite besprechen. Zuletzt hier deutlich gewesen, dass die Insolvenz droht tatsächlich, ja, dass hier nichts mehr zu holen ist. Und dann kam hier wieder die Meldung über Staruk, also eine mögliche Sanierung dieses Unternehmens mit den Aktionären, also mit dir, wenn du welche hättest oder hast oder gehabt hast. Und das war jetzt allerdings nicht der Fall. Wie gesagt, kommen wir gleich zu sprechen am Montag. Heute, wenn du das Video siehst, wird die Aktie gen Null tendieren, sehr wahrscheinlich. Und hier die Möglichkeiten der Kleinanleger ausschöpflich machen. Du kannst dir nichts mehr holen, ja. Folgende Meldung, die am Samstag noch erschienen ist. Und klar, macht man das natürlich wieder an einem Wochenende, wo die kleinen Aktionäre hier gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwie sich raus zu pushen. Es kam die Meldung, dass die Sanierung stattfindet, tatsächlich, ja, aber es nur um die drei Hauptaktionäre oder sozusagen geht. Einmal die Großaktionäre, die ihr Geld gegeben haben mit rund 30%. Einmal hier Tronja mit auch knapp 30% und übrigens Porsche auch mit 30%. Die Großaktionäre, die Geldgeber, haben ja bereits dieses Sanierungskonzept durchgedacht sozusagen. Und jetzt wird sich Tronja und Porsche mit einer Kapitalerhöhung, aber mit Ausschluss des Bezugsrechts, das heißt, du als kleiner Aktionär kannst du gar nicht mitmachen, sich die Anteile zusätzlich holen. Damit ist die Sanierung vorangetrieben und es ist auch safe, dass das Unternehmen bis 2027 weiter Bestand haben kann, denn die Rückzahlung und die Finanzierung der Kredite sind bis dorthin bewilligt. Ja, das ist also alles okay für Warta in dem Fall, nicht für uns oder für dich als Aktionär. Letztendlich wird es dann natürlich spannend werden. Porsche mit Warta ist durchaus eine attraktive Möglichkeit, ja. Insgesamt muss ich das hier nochmal erwähnen, weil das natürlich so News ist, abartig, ja. Das ist wirklich. Ich hoffe, du bist nicht drin und selbst wenn du drin bist, hey, mach dir nichts draus. Ich habe auch Aktien, die gen Null sind. Welche? Tja, Gazprom zum Beispiel. Nicht mehr handelbar, gut, ist vielleicht eine andere Situation gewesen, aber es geht letztendlich ums Gleiche, ja. Hier liegt Kapital, das verloren gegangen ist. Aber damit musst du dich zurechtfinden und kannst dich aber auch zurechtfinden, weil es natürlich nun mal so ist, dass du nicht jedes Mal den Griff hier in den Himmel hast, sondern auch mal eben den Griff ins Klo. Aber es macht nichts. Wenn dein Portfolio einfach solide aufgestellt ist, kannst du auch sowas verkraften. Andere Aktien holen das wieder rein. Versprochen, tatsächlich ist es nämlich bei mir auch so. Dann müssen wir uns um die deutsche Börse kümmern. Warum die deutsche Börse denn? Christian, ist es ganz klar, zeige ich dir jetzt im Anschluss. Es geht aber um die WKN 581005. Das ist die deutsche Börse, die aktuell wirklich interessant ist am derzeitigen Markt, während die Indizes noch, allen voran der DAX selbst, natürlich noch weit unter den Allzeithochs steht, kämpft diese Aktie gerade mit dem Ausbruch um den Rekordstand. Wir schauen uns hier mal an, die aktuelle Hürde, ja, nach diesem massiven Anstieg, das wirklich absolut rigoros gekontert wurde, steht die Aktie hier um 195 Euro. Dies heißt also für dich oder für mich, dass ich mich sehr wahrscheinlich in der nächsten Woche positionieren werde. Finde ich sehr, sehr spannend, weil hier gibt es natürlich eine kurzfristige Chance um wenigstens 10% zur Oberseite. Wir haben hier nämlich einen Range-Handel mit knapp 11%, ja, und dieser wird jetzt nach oben aufgelöst und wir tragen die Range nach oben ab, sind knapp 11% hier. Dann wären wir mit einem Kursziel von 217 Euro. Das kann man natürlich durchaus mal mitnehmen. Ja. Und das in einem relativ schwachen Aktienmarkt, muss ich mal vorstellen. Und das sehen wir auch bei Bayer gleich, was da abgeht. Ist natürlich die Möglichkeit ganz klar, dass man solche Chancen nutzen kann, wenn man verstanden hat, wohin das Geld fließt in schwachen Aktienmarktphasen. Letzte Woche habe ich hier meine Top 3 Aktien vorgestellt für einen schwachen Aktienmarkt. Kannst gerne mal den YouTube-Kanal durchsuchen und natürlich bestenfalls abonnieren, dass du solche Videos eben gleich immer direkt bekommst und nicht immer erst danach suchen musst, sondern du bereits top informiert bist. Hier bei der deutschen Börse, es geht natürlich, was ist deutsche Börse? Ganz klar, oder? Ist natürlich so, dass wir jetzt jüngst hier
direkt angestiegen sind, sehr, sehr stark. Ja. Ich erwarte, dass wir hier durchaus herum oszillieren. Ja. Herum oszillieren, das wäre ideal. Warum? Weil sich natürlich hier die bullische Kaufkraft dann formiert und für mich persönlich dann noch ein zusätzlich attraktives Setup ergibt, wo ich meinen Stop-Loss hier relativ eng setzen kann und so ein wirklich attraktives CAV zur Oberseite habe, von hier 2,5 zu 11 gibt ungefähr 4,5 zu 1. Ja, das heißt, ich erziele den 4,5-fachen Gewinn im Verhältnis zu meinem eingesetzten Risiko, je nachdem, wo sie dann genau steht. Aber wie gesagt, das ist wirklich eine attraktive Chance, die muss man sich derzeit anschauen, erst recht, wenn die Erholung im DAX weitergeht. Natürlich kann es natürlich auch zunächst rückläufig sein, ja, durchaus bis in den Bereich 185, 186, um dann erneut anzusteigen, ebenfalls ein mögliches Szenario. Dementsprechend würde sich das Stop-Loss dann dort in diesem Bereich befinden. Aber wie gesagt, erstmal angucken, Ausbruchsbereich, zack, auf die Watchlist und dann agieren, wenn sich das Setup formt. Ja. Wirklich spannende Gelegenheit. Und jetzt kommen wir zum High-Brainer, zur Bayer-Aktie. Bayer hat die WKN BAY001. Hier gab es natürlich ebenfalls ordentlich Musik letzte Woche. Warum? Bayer hat damals 2018 ja Monsanto übernommen, ja, also wirklich sehr zwiespältiges Geschäft, wie ich in meinen Augen finde. Ich hätte es jetzt nicht gemacht, ja. Der Hintergrund ist natürlich, dass Monsanto eben hier die Glyphosat-Streitigkeiten insbesondere mit dem möglich krebserregenden Umweltgift PCB in ihren Produkten behält. Ja. Und da hat sich Bayer keinen Gefallen getan, haben wir seit der Übernahme gesehen. Milliarden Euro an Klagen, tausende Klagen über die Möglichkeiten, was jetzt hier passiert ist. Aber jetzt zuletzt am Freitag hat das Unternehmen bzw. ein Berufungsgericht in Pennsylvania der Berufung stattgegeben. Bayer in dem Fall, oder Monsanto hat in dem Fall alles richtig ausgezeichnet und hat dementsprechend hier keine Möglichkeiten um diese rückwirkende Schadensersatzzahlung. Das Problem ist, was jetzt passiert ist, dass jüngst alle anderen Gerichte das nicht so gesehen haben und nicht so entschieden haben. Die haben gesagt, es wurde fälschlich ausgezeichnet, ja? Diesen Risikohinweise etc. pp. Und jetzt hat Pennsylvania im Berufungsgericht das anders entschieden. Das Problem ist jetzt, was passiert jetzt? Ja? Was passiert jetzt? Bayer muss vor den US Supreme Court, das höchste Gericht in den USA, damit hier ein für alle Mal Feierabend ist. Was ist jetzt? War es rechtswidrig oder war es nicht rechtswidrig? Wenn es nicht rechtswidrig war, wenn es alles in Ordnung war, hätte Bayer das Potenzial natürlich, die aktuell laufenden, die noch nicht zurückbezahlt worden sind oder zurückerstattet worden sind, die Schadensersatzzahlung, natürlich nichts mehr weiter zu befürchten und die Aktie hätte deutliches Aufwärtspotenzial. Wir schauen noch gleich auf den Chart. Aber was passiert, wenn die Möglichkeiten hier nicht bestehen? Dann muss natürlich Bayer weiter in die Tasche greifen. Und ich zeige dir mal eins dazu. Ich habe hier nämlich die Bayer mitgebracht. Der Hintergrund war ja, das ist auch echt strange, 2018 war die Übernahme. Ja, und wir haben hier aktuelles Market Cap, ja, von knapp 29 Milliarden, okay? 29 Milliarden. Für die Monsanto-Übernahme gab es 60 Milliarden. Man hat also fast das Doppelte an Monsanto bezahlt, wie man den aktuellen Börsenwert damals hatte. Und wenn es nur bei 30 Milliarden Market Cap gewesen wäre, ja? Muss man sich mal vorstellen, wie verrückt. Und wie geht es? Klar, mit Schulden. Das sehen wir hier unten, 2017 auf 18, die ersten zwei Blöcke, zinsfreie Schulden, verzinste Schulden, ja? Zuvor der Übernahme 26 Milliarden und 13 Milliarden und jetzt schaut zur Übernahme, kaboom, dementsprechend echt alles über die Schulden finanziert, knapp 58 Milliarden. Das war eine richtige, also ich weiß nicht, wie man dazu kam, ja. Aber letztendlich bin ich ja noch kein CEO, außer von meinem eigenen Unternehmen vielleicht, aber das ist einfach strange. Wirklich einfach strange und das belastet natürlich nicht nur die aktuelle News, ja, dass es schon 4-5 Jahre gibt, hier um PCB und die ganzen möglicherweise krebserregenden Stoffe, Schadensersatzzahlung, sondern eben auch die Schuldenlast, die jetzt auf dem Unternehmen herrscht. Wir haben es jüngst gesehen, wir haben hier seit 2022 nochmal Schulden aufnehmen müssen, oder hier Bayern in dem Fall, allein in den letzten 2 Jahren rund zu verschulden zinsende Schuldenquote nochmal 30% draufgerechnet. Bei so einer hohen aktuellen Zinslage, das würde Bayer echt gut tun. Aber es ist natürlich auch so, dass hier die Analysten erwarten, sie haben hier eine Nettomarge 10,53 erwartet und dementsprechend besser als zu den Vorjahren. Hier
vor der Übernahme. Ja? Also hätte sich Bayer, wenn das durchgeht, einen wirklich interessanten Gefallen getan, auch wenn es keiner verstanden hat und wenn es Milliarden an Geld gekostet hat. Letztendlich wird es natürlich wichtig, wie es das in Zukunft aussieht. Jetzt aber Blick auf den Chart, Freunde, denn hier gibt es ordentlich Potenzial. Wir haben hier Bayer-Aktien im Wochenchart. Ja. Wir haben jüngst charttechnisch auch rein erklärbar, klar, massive Liquiditätszone hier aus den Jahren 2001, 2004 und 2005. Und ihr seht schon, ich war hier alarmiert und tatsächlich ist auch am Freitag der Alarm rausgeknallt, dass ich hier benachrichtigt worden bin für diese Aktie. Und das ist ebenfalls eine Positionierung, die muss ich mir für die kommende Handelswoche durchaus genauer anschauen. Denn auch hier bestehen jetzt hier aufgrund dieser Kurs Entfeuerung, Entfachung auf dieser möglichen Berufungsebene dieses Gerichtsurteils deutliche Aufwärtschancen. Wir haben letztendlich Platz eigentlich, ja, bis in den Bereich von knapp 40 Euro. Ja, das wäre ein aktueller Anstieg von über 30%, 33%. Ja. Dafür muss aber, und das ist hier natürlich de facto wichtig, dieser wichtige Liquiditäts- und Widerstandsbereich auf Wochenbasis eben geknackt werden um rund 30 Euro. Dafür ab in den Tageschart, denn hier hat sich das bereits abgezeichnet. Wir haben hier die Abwärtstrendlinie überwunden. Wir sind über den trendgebenden Indikatoren von Rainbow und Ichimoku-Wolke und stoßen uns jetzt hier zunächst den Kopf. Das ist aktuell sehr klar und sehr deutlich, durchaus Rückläufe möglich, bis 28 Euro, durchaus tendenziell super, alles unter 25, 20, boah, da will ich schon echt kämpfen, weil das einfach nicht mehr nachhaltig ist, dieser mögliche Aufwärtsschub. Es bleibt natürlich abzuwarten, ja, ob die Leute jetzt hier, ob die Big Boys hier weiter ins Bayer zukaufen, ja, die Aktie ist ja zuletzt jüngst krass abgestraft worden. Sollte es der Ausbruch gelingen, musst du deine Marke hier von 32,50 Euro im Auge behalten. Das dürfte sehr wahrscheinlich für einen Pullback in diesem Bereich sorgen, um hier nochmal diesen Widerstandsbereich zu testen. Und sollten wir dann tatsächlich Aufwärtsdynamik sehen, haben wir diese im Bereich eben von knapp 36 und dann im Bereich von knapp 40 Euro. Das ist wirklich spannend in der aktuellen Lage. Hier kann eine Art Short Squeeze drohen sogar und das ganz schnell nach oben entfachen. Also die 30% sind durchaus, wenn es brennt, ja, wenn es wirklich brennt, in ein, zwei Wochen erreichbar. Ja? In so einem Wert hier in Bayer, muss man sich mal vorstellen. Also Alarmierungspotenzial auch hier nochmal auf der Oberseite. Prozyklisch ausschließlich. Antizyklisch ist mir das Ding zu heiß, hier würde ich mich nicht positionieren. Selbst wenn wir nochmal diesen Rücklauf sehen in dem Bereich und dann hier tatsächlich die 27, 28 nochmal sehen, das ist mir zu heiß. Ja, ich warte auf den Ausbruch, das ist signifikant. Hier gibt es wieder einen Trend, einen Aufwärtstrend. Kurzfristiger Natur, klar, korrigiert dieser Aufwärtstrend letztendlich ja nur diesen Abwärtstrend. Ja? Aber in dieser Bewegung, die zu erwarten ist, ist Bayer interessant mit über letztendlich 30% Potenzial. Aber es bleibt natürlich auch abzuwarten, wie sich das klassifizieren wird. Ja? Ich habe dir die wichtigen Marken genannt. Auf jeden Fall ist das eine Trading-Chance oder für mich persönlich auf jeden Fall wert. Solltest du weitere Videos dieser Natur sehen wollen, klar, gerne einfach hier ein Abo dalassen, die aktuellen Möglichkeiten. Wir können auch zusammen die aktuellen Möglichkeiten um diese Aktien, okay, warte, können wir jetzt mal außen vor lassen, weil das ist eine absolute Luftnummer für die Aktionäre, für die Kleinaktionäre, können wir gerne mal thematisieren. Ja? Unten einfach in die Kommentare reinballern, wie findest du diese Settings? Ich meine, zwei Möglichkeiten in Long-Richtung, die aktuell durchaus meiner Meinung nach erheblich Potenzial haben. Und da liegt das Geld. Ja, letztendlich geht es hier um bei deutschen Börse 10%, hier bei Bayer um letztendlich 30%. Das ist kein hin- und taktisches Einkaufen und Verkaufen. Ja? Einfach mal kaufen, zack, liegen lassen, wenn sich die Trenddynamik aufwärts richtet. Ich bin echt gespannt, wohin die Reise geht. Aber solche Aktien habe ich durchaus immer wieder auf dem Schirm und mache immer wieder Updates dazu, dass du auch hier Möglichkeiten hast, am Finanzmarkt hier aktiv teilnehmen zu können, auch mit einer fundierten Hintergrundrecherche, die durchaus klar keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit spricht, da sind zwar schon Milliardär, aber es geht ja darum, bestmöglich informiert zu sein und seine Position zu managen, zu nutzen, die Möglichkeiten, die sich auftun. Und das sind meiner Meinung nach wirklich zwei attraktive Möglichkeiten. Sei also gespannt aufs nächste Video, das wird brand hot. Bis dahin, ciao.